Flüsse und die sie umgebenden Auwälder sind artenreiche Lebensräume. Auch die kleinste der europäischen Schwalben, die Uferschwalbe, war in den Tulnerfelder Donauauen einst ein häufiger Brutvogel. Durch die Regulierung der Fließgewässer hat sich die Landschaft stark verändert. Gewisse Lebensräume sind aus diesem Grund meist nicht mehr im ursprünglichen Ausmaß vorhanden. Daher besiedeln viele Tier- und Pflanzenarten sogenannte sekundäre Lebensräume. Das sind Lebensräume, die von uns Menschen geschaffen wurden, wie zum Beispiel Schottergruben, aber so ausgeformt sind, dass sie von Tieren und Pflanzen als Ersatzlebensraum angenommen werden. Einen solchen sekundären Lebensraum, in diesem Fall für Uferschwalben, konnte das Netzwerk Natur Tulnerfeld heuer im Sommer in der Nähe des Bahnhofs Tulnerfeld entdecken. Uferschwalben haben ganz besondere Brutplatzansprüche. Sie brauchen nämlich Steilwände. Sie sind Koloniebrüter und brüten dann quasi an sandigen Uferanrissen im Normalfall. Also das natürliche Habitat von Uferschwalben sind Ufer und unbegradigte Flüsse oder sehr dynamische Flussabschnitte. Nachdem das immer seltener wird und unsere Flüsse begradigt werden bzw. mit Blockwurfsteinen die Ufer befestigt werden, finden die Uferschwalben immer seltener natürliche Steilwände, wo sie brüten können, nehmen mittlerweile aber auch Sekundärhabitate an, wie zum Beispiel in Rohstoffgewinnungsgebieten oder Betrieben, wo sie dann Sandhügel annehmen oder auch wie hier ein aufgeschütteter Sandhügel, der quasi senkrecht abgestochen worden ist. Und da brüten heuer also erstmals die Uferschwalben auch da bei uns im Tulnerfeld quasi etwas weiter weg vom Fluss. Sie sind generell mehr oder weniger brutplatztreu. Das bedeutet aber auch, dass sie in der Region ihre Brutplätze suchen. Also es muss nicht immer ganz genau die gleiche Steilwand sein. Also sie sind da sehr flexibel, weil ja auch der Fluss, ja, ein natürlich fließender Fluss, seinen Flusslauf auch einmal ändern kann oder durch Hochwasserereignisse Steilwände neu entstehen können, die nicht immer an der gleichen Stelle sind. Die Uferschwalben sind generell auch auf der roten Liste und auf der Vorwarnliste. Also es ist sehr, sehr wichtig, natürliche oder auch Sekundärbrutplätze zu erhalten oder zu schaffen sogar. Oft ist es unerwartet und einfacher als man denkt, Brutwände zu schaffen. Neben großen Maßnahmen wie Flussrevitalisierungen helfen auch kleine Taten. Besonders Rohstoffgewinnungsbetriebe, Gemeinden oder Baufirmen können einen großen Beitrag leisten. Das senkrechte Abgraben einer Steilwand in Sand, Lös oder Lehm bietet unter anderem Uferschwalben, Bienenfressern und Wildbienen einen Brutraum. Während der Brutzeit sollten die Bereiche ungestört sein. Über den Winter kann das Material genutzt werden. An anderer Stelle kann inzwischen eine neue Brutwand angelegt werden. Übrigens, fast der gesamte österreichische Uferschwalbenbestand befindet sich in sekundären Lebensräumen. Werden Sie aktiv für Uferschwalben und Co., kontaktieren Sie die Eigentümerinnen, falls Sie geeignete Orte kennen. Oder vielleicht sind Sie selbst glückliche Haufen- oder Grubenbesitzerin. Jede geschaffene Steilwand ist ein Gewinn.